Okay, wir gehen in die TikToks-Chat. Wir gucken kurz, worauf ihr mich markiert habt bei TikTok. Und danach zeige ich euch alle TikToks, die ich in diesem Monat geliked habe. Quasi wie so eine Collage. Wisst ihr, wie ich meine? Aber vorher die Sachen, auf die ihr mich markiert habt, das interessiert mich natürlich auch. Okay, wir haben übrigens das erste TikTok auf Watto hochgeladen. Das ist der offizielle Watto-Clothing-Account. Und Digga, genau das hier ist das TikTok, wo Umut einfach das TikTok komplett kaputt macht. Und den einzigen Tricky, den wir da hatten, dreckig macht. Nice. Boah, hab ich Bock auf diese Pommes, Bruder. Guck mal, das war die Werbeidee. Er macht sich dreckig, nimmt dann den Tracky und zieht den an. Guck mal bitte, was er macht, Chat. Bruder. Bruder, was soll ich jetzt rausgeben? Mein Ketchup, Bruder. Kein Problem, küsst dein Auge, Bruder. Oh mein Gott, ich bin ein Hundesohn. Nein. Ey, Bruder, er ist so dumm, Bruder. Er macht den Tracky dreckig. Wie dumm ist der, Bruder? Wir können keine Werbung mehr machen, gar nichts. Ey, Bruder, der ist dagegen. Boah, Digga. Ich schwöre auf alles, ne? So ein Dummkopf, Digga. Und jetzt mussten wir das TikTok so hochladen, weil wir hatten ja kein Tracky mehr. Das war, mehr konnten wir nicht machen. Danach haben wir aufgehört mit der Werbung für die Trackies. So scheiße, Digga. Das ist original das einzige TikTok, was wir jetzt haben. Der Tracky kommt übrigens am, und der Schwarz-Weiße hier am 24.11., ja, 24.11. am Freitag kommt der raus. Also wenn ihr das Video seht, morgen um 18 Uhr. Und die ersten 50 Bestellungen kriegen ein Watto-Trikot. Und jede fünfte Bestellung kriegt auch ein Watto-Trikot. Me after I asked the teacher for help, but she says read the question carefully. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Spüro, man hat dann immer so getan, als wäre es einem eingefallen. Das war so original. Du wusstest nicht weiter, du dachtest dir so, Digga, die Aufgabe ist viel zu schwer, ich check die nicht. Soll ich meinen Lehrer fragen oder nicht? Soll ich meinen Lehrer... Komm, ich frag ihn. Lehrer kommt. Ja, ich habe die Aufgabe nicht ganz verstanden. Das Einzige, was der Lehrer sagt, ist, lies nochmal genau. Und dann bleibt er bei dir stehen und du liest es nochmal durch, du checkst immer noch nichts, du guckst ihn an. Ah. Jetzt habe ich es gecheckt, danke. Dann geht er weg und du denkst dir so, immer noch nicht verstanden. Denkst dir so, Junge, was hat er mir gerade gar nichts gesagt? Er hat einfach nur gesagt, lies nochmal vernünftig. Ich hab doch, Bruder, ich hab's ja. Er tut so, als hätte ich mit einem Auge gelesen. Er tut so, als hätte ich so gelesen, die Aufgabe. Und hätte ihn dann gefragt. Lies nochmal vernünftig. Ach so. Danke, Mann. Jetzt habe ich die Fresse. Ist wirklich respektlos. Liebst du Vögel genauso wie ich? Hey, Bruder. Wenn sie weiß, warum 4 minus 4 minus 2 gleich 11 ist, heirate sie. 4 minus 4 minus 2 ist eigentlich minus 2. Let him cook. Aufstellung FIFA, ah. Bro saw the camera and decided it was his moment. Let him cook. Also die Kamera und jetzt sein Let Moment. Let him cook now. Let him cook. Let him cook. Vor allem, wie, Digga, wie er die Kamera sieht, er muss original hochgucken, um irgendwas zu sehen. Er ist so dieser eine Junge mit so einem Kleber auf seinem einen Auge, auf der Brille. When the 10 out of 10 pulls out a cigarette. Nein, aber ernst, wenn eine 10 von 10 raucht, würde ich sagen, ist sie eine 3 von 10. Ernsthaft? Von 10 zu 10 auf 1000 von 10. Was redet ihr? Von 10 von 10 zu 10 von 10.000. Ja, genau so. Ich, wenn ich mich mittags kurz hinlege, aber dann um 20 Uhr erst aufwache. Digga, diese Augen. Digga, das ist mir aber auch schon ein paar Mal passiert. Ernsthaft. Vor allem, wenn ich so nachts durchmache, also was heißt durchmachen, aber so bis 6 Uhr irgendwelche YouTube-Videos drehe oder hier und da, dann ist ehrlich tot. POV, du hast mit deiner Freundin Schluss gemacht, weil so ein Typ namens Spiegel sie jeden Tag nackt sieht. Ich hab lieber ein Medikit statt 10 Verbänder. Schön gesagt. Aber das Krasse ist, manche haben nicht mal Verbänder in ihrem Inventar. Hör mal, Bruder, was soll ich dir erklären? Ein Medikit ist wie ein richtiger Freund. Wisst ihr, wie ich meine? Ein Medikit ist da für dich und heilt dich komplett, deine ganzen Wunden. Du kannst alles rauslassen, den ganzen Schmerz.
Ein Verband, Bruder, ist kurzzeitig da. Hilft dir nur leicht und verpisst sich direkt wieder. Wenn ich vom Friseur komme mit frischen Seiten. Real, in Klammern, kein Mädchen guckt mich an. Real, in Klammern, noch nie passiert. Jedes Mal, in Klammern, wenn ich an einer Mädchen vorbeilaufe, schreien sie der Arme. Real, in Klammern, kein Mädchen sagt was. Immer, in Klammern, sie laufen weg vor mir. Junge. Alter. Jedes Mal for real, in Klammern, hab nicht mal Haare. Hab nicht mal Haare, Digga, ist hart. Der ist hart. BV, du dachtest, 2 Stunden Schlaf reichen aus. Ich kenne das zu gut, Digga. Ich kenne das zu gut. Ich bin in den letzten Jahren so, so häufig so übermüde zur Schule gegangen. Das ist gar nicht gut. Let him cook. Let him cook now. Let him cook. Oder irgendein Ronaldo-Fan hat einfach das Messi-Edit geklaut. Leute, schaut mal, was gestern im Frauenfußballspiel Beşiktaş gegen Fener passiert ist. Torwart hat den Ball, sie köpft den Ball raus, macht ein Tor und sie fragt Schiri, ob der zählt. Sie sagt, zählt, hä? Und jetzt die Fener-Spieler wollen sie aufklären, die wollen sagen, dass das kein Tor ist, dass es nicht zählt. Guck mal, was sie jetzt macht. Bruder, sie gibt ihr eine gelbe Karte, hä? Ganze Welt ist gegen Fener, Bruder, das ist todunfair. Okay, schau mal durch die Kommentare durch und ich sehe so einen Kommentar. Übersetzt steht da, im Buch der Regeln steht, der Gegner darf auf keiner Weise den Ball wegnehmen, wenn der Torwart ihn festhält mit seinen Händen. Bruder, da oben steht einfach, sorry, but that's a penalty for Argentina, Digga. Aber wie random, hier geht es um ein Frauenfußballspiel zwischen Fener, der besten türkischen Mannschaft der Welt, und Beşiktaş. Und dann kommt er mit Argentinien-Scheiße wegen der WM. 4-3-3 hat er den Ausschnitt gepostet vom Spiel und hat dann an den Kommentaren gefragt, ob es ein Tor ist oder nicht. 150.000 Leute sagen, dass es kein Tor ist und 27.000 Leute sagen, dass es ein Tor ist. Und ich glaube, diese 27.000 Leute sind auf Steine. Bruder, ich wollte gerade Kompliment geben, warum er das so süß vorgetragen hat, als wäre es eine Präsentation. Am Ende erwähnt er einfach irgendwelche Drogen. Ja, moin. Türkisch, Arush Pochuchu. Bro, was confused. Wer war der andere? Rohat, Mehdi, Breitenberg, Edis der Breite, Mert und Abu Goku. Und damit mit einem tosenden Applaus, meine lieben Freunde da draußen, die letzte Reihe in der Schule. Digga. Wo kommt er denn plötzlich her? Rohat, Mehdi, Breitenberg, Edis der Breite, Mert. Ja, wie legendär waren aber diese Ausländerzeiten von Mert? Boah, wie legendär war dieses Lied von Mert, Chat? 500k, ich hab jahrelang da. POV, Euro is 7 months away. Where you from? She from Italia. Ist das Qualifier? Digga, so eine Legendenzeit. Ja, das ist Qualifier. Guck mal, Digga, einmal, ich schwöre auf alles. Einmal haben wir irgendein Italien-Highlight, irgendwas. Justin ist im Chat. Einmal, erste Mal gucken wir Italien-Highlight. Er ist einfach gespawnt. Er hat noch nie was im Chat geschrieben, original. Er ist nicht mal Sub. Oh mein Gott. Oh, nächsten Monat Gehaltsverteilung, muss überlegen noch. Ich muss ehrlich überlegen, Digga. Dieser Sub kommt raus, glaube ich. Ich glaube, diese 5 Euro werden aus Prinzip abgezogen. Haha, guck mal seine 38 Euro Deichmann-Schuhe. Das waren Mamas letzten 38 Euro. Digga, das habe ich so krass gefühlt, ne? Ich schwöre auf alles. Das habe ich so krass gefühlt. Ich weiß noch, damals beim Fußball hatte ich so... Ich musste so neue Fußballschuhe holen. Und ich wollte auch diese freshen, coolen Nike-Schuhe, die meine ganzen Kollegen hatten, die so die Fußballer hatten. Nicht mal die Original, sondern diese günstigere Version von den Schuhen. Und boah, wir konnten uns das damals gar nicht leisten. Mein Vater meinte so zu mir,
hol einen Schuh für 30 Euro, so, wisst ihr, wie ich meine? So, was waren dann diese Schuhe, die so hatten nichts drauf? Das waren so, wisst ihr, wie ich meine? Oder so eine Marke, die kannte man einfach nicht. Das war so random Schuh. Und ich war so immer so, nein, Papa und so, ich will die und die. Und Papa meint, das geht nicht. Und ich habe das nicht verstanden, wisst ihr, ich war unnormal traurig. Scheiße, Digga. Ich hab gar keinen Bock damit zur Schule, zum Fußball zu gehen. Und so, ich hatte mich geschämt. Jetzt im Nachhinein schäme ich mich dafür, dass ich mich geschämt habe. Wisst ihr, wie ich meine? Weil mein Vater, Bruder, das mehr Geld hatte er nicht. Zur Verfügung. Hauptsache, man konnte kicken, ja. Das war krass. Das war aber, Digga, dann natürlich ist immer ein bisschen traurig, ne, wenn man von anderen Kindern sind schlimm, ausgelacht wird für die Schuhe und so, auch wenn man nicht mehr Geld hat. Was meinst du? Ah, jetzt kurz zufällig jetzt im 20. reingesubbt. Zufällig. Wir gehen jetzt in die Likes, die ich selber diesen Monat verteilt habe. Erstmal das Watto-Ding, das haben wir schon gesehen. Gündoğan, nachdem Deutschland gegen Türkei verloren hat. Gotcha, Digga! Digga, es hat ihn so nicht gejuckt. Das hat anders gehittet, guckt euch das an jetzt. Das hat's echt gut auf den Punkt gebracht, die Metapher. Saß ich da im Bett oder lag ich im Bett und hab mir das hier angeguckt, Chat. Hört zu, was der gute Hamid sagt. Hört jetzt genau zu. Guck mal, du gehst doch auch nicht hungrig einkaufen. Weißt du, was ich meine? Doch. Nein, sollte man aber nicht machen. Yeah. Weil sonst kaufst du zu viel unnötigen Scheiß. Und genauso ist das mit einer Beziehung. Wenn du dich einsam fühlst, solltest du nicht eine Beziehung suchen. Weil sonst angelst du dir irgendeinen unnötigen Scheiß. Schön gesagt, Bruder. Schön gesagt. Ich schwör's dir. Ich glaube wirklich, dass deswegen auch oftmals Beziehungen zustande kommen, die einfach Quatsch sind. So. Hat recht. Ohne Witz. Wenn man Hunger hat, dann bestellt man sich zu viel. Man kauft sich unnötige Sachen im Supermarkt, die man dann eh nicht isst und so. Das ist wirklich so. Es ist wirklich so. Und wenn du einsam bist und du sagst, oh, ich will eine Freundin oder oh, ich will einen Freund, ich muss endlich jemanden finden, ich bin sonst alleine. Und dann suchst du auf Krampf und denkst dir, ja, okay, nehme ich den oder die, besser als gar keine. Und dann wird diese Beziehung scheitern. Das ist echt gut. Eldos, halt die Fresse. Bruder, guck mal, Eldos ist überall, Bruder. Er nervt einfach überall, Bruder, krass. Ich weiß nicht, warum ich das geliked hatte, ich weiß es nicht. Bro saved girlfriend in burning building, but she left him. Stellt euch mal vor, ihr rettet eure Freundin, sieht dann deswegen für euer Leben so aus und die trennt sich einfach von euch, weil ihr so ausseht, obwohl ihr ihr Leben gerettet habt. Krass. Thank you, the Kit Empire, for the kids. Oder einfach, er wollte ein Paris-Trikot, das ist so krass, ne? Er trägt Paris-Trikot. What's your name, bruv? David. Where you from, bruv? London. What's up, fam? Hello. I look so weird. I look like a bee. Or like an insect. Do it again. Nah. Das waren meine gelikten TikToks von diesem Monat. Machen wir jetzt jeden Monat, wenn es euch gefällt. Wenn nicht, dann nicht. Tschüss.